So, YouTube. Hallo und willkommen zurück zu Skull and Bones. Wir sind auf dieser wunderbaren Insel angelandet, ohne Ziel und Plan. Und reden jetzt einfach mal mit der Händlerin. Das Leben nach dem Tod. Beschaffen. Abliefern. Okay. Ach, hier haben wir den Sack Reis bekommen. Okay. Lebt wohl. Ah, wir mussten die Sachen einsammeln und jetzt müssen wir nach da unten. Alles klar, ja gut. Easy. So kann man das natürlich auch machen. Du musst weiter jagen, stehlen und... Ja, jagen, stehlen und plündern. Kriegen wir auch alles hin. So, die nächsten Kilometer stehen auf dem... Oh, was ist denn das? Haifleisch. Mal eben einen schnellen Hai geholt. Plotte der Fahrer auf Verfolgungskurs. Warum? Okay, wir müssen dem mal zeigen, was eine Hake ist hier. Was denkt ihr, wer ihr seid, mich anzugreifen? Brandsatz werfen, finde ich gut. Rüber mit den Molotow-Cocktails. Scheiße, sie brennen da. Na, eine Salve, ihr kriegt noch eine zweite hinterher. Zack, wegrammen den Dreck hier. Und Brandsatz dazu noch. So. Dann dürfte sich das Problem erledigt haben. Kommt halt ein Torpedo in Einsatz. Zack. Wir haben keine Chance. Sie sind am Ende. Ja, ich will hoffen, dass die am Ende sind. Meine Partie werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Sonst setzt es was. Jetzt so! Bereit, Feuer! Signal abfeuern! Können wir die boarden? Entern. Jawohl. Oh, leider kaputt gegangen vorher. Naja. Noch mehr. Oh, die hauen aber jetzt gut rein. Wir müssen gleich einmal... Lotte, der Fahrer ist auf Verfolgungskurs. Aber warum denn? Nur weil ich sie die ganze Zeit versenke? Es wird Zeit zu ändern. Gut, da ist vielleicht welche durch ihre Gewässer fahren, aber warum sind die mir eigentlich feindlich gesinnt? Wenn ich das wüsste... Noch mehr... Instant versenkt, ey. So, aber ich will jetzt nicht weiterkämpfen. Nur 264 Kilometer bin ich dieses Wochen geradelt. Wetter war zu schlecht für mich, ja. Das verstehe ich. Deswegen bin ich halt gar nicht geradelt. So. Dann müssen wir uns da durchprügeln. Und da haben wir den Sack Reis. Ein epischer Gegenstand gefühlt. Ich weiß noch, es hat alles mit der Leiche angefangen, die wir einfach eingewickelt haben. Am Straßenrand. Und schwupps habe ich eine Aufgabe. Also wickelt niemals irgendwas am Straßenrand ein. Ich muss sagen, das erste Mal, wo man die Karte erstmal aufdecken muss, also ich bin das hier alles abgefahren von Hand, ne? Das fehlt jetzt natürlich. Am Horizont!
diese Momente, wenn man das erste Mal die Küste von Afrika erreicht und die Siedlung da sieht. Ah. Das ist über die Zeit einfach immer weniger geworden. So. Jawohl. Und abgeliefert. Und was haben wir bekommen? Oh, ganz viel. Verschönerungen wurden in den Hafen geliefert. Reparaturbombarde haben wir. Das Varibemanka. Manaka. Ich habe etwas, was euch interessieren könnte. Ich habe noch altes Lamm da. Bitte sehr. Was haben die hier? Oberteile. Lambda, aber sehr teuer. Wasser. Reparatursets. Ich hole mal ein paar. Wir müssen mal das aufs Rad legen. Reparaturset 2. So, wie ging das? Nee. Anklicken. Irgendwie konnte man das auf das Rad legen. Aber fragt mich mal, wie. Vielleicht hier. Ah, hier, bearbeiten. Reparaturset 2. Genau. Und dann machen wir da Reparaturset 3 hin. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Die vergiftete Küste haben wir noch. Segle zur Küste von Afrika. Oh ja, da sind wir ja gerade. Dann machen wir das, oder? Abtrünnige Yang. Ach, da unten. Ach so. Hä? Also Versenk oder Schwimmen ist hier unten Abtrünnige jagen. Okay. Aber das kapiert man natürlich nicht. Aber wenn wir hier sind, dann versenken wir die zuerst. Oh. Da haben wir auch was. Geisterhafte, seltene Sichtung. Oh, 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 oh. Ich würde nur mal gucken, wie stabil die Insel ist. So, aber dann versenken wir die Landradeln da drüben doch mal ordentlich. Und wenn wir die versenkt haben, dann fahren wir hier zur Küste von Afrika. Noch sehe ich sie nicht. Sind das die? Wahrscheinlich. Okay, die wollen wir. Ah ja, das Kleine hat das, was wir wollen. Aber es wird begleitet. 2 Sechser. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Direkt zur Hälfte weg mit dem ersten Schlag. Wir wissen gar nicht, wie ihn geschieht. Oh, die haben Flammenwerfer. Hatten. Ich korrigiere. Hatten. So, mich interessiert nur das kleine Schiff. Sehr gut. Wir haben sie fast. Oh. Er ist gerade am Wellenberg im Weg. Drunter geschossen. Okay. So, entern. Jawohl, der entert. Entern abgeschlossen.
Und dann nehmen wir natürlich alles. Weitermachen, Leute! Dann haben wir nämlich wieder Zuckerrohr, um unseren eigenen Rum zu brauen. Und den versenken wir auch noch. Easy. Was? Gönnt euch eine Pause? Ihr kriegt hier wunderbares Brot. Und ein bisschen Wasser. Eine verdurstete Mannschaft hilft uns nicht weiter. Eine Taube. Oder ein Vogel. Hallöchen. Captain, eine Flotte. Ja, Flotte ist egal. Hauptsache versenkt. Ja, wo geht's noch hin, kleiner Vogel? Willst du weiterfliegen? Nee, nee, okay. Afrika fahren wir. Willst du mitkommen? Nee? Okay. Naja. Oh. Da können wir mitmachen. Zollio Royal, aber Level 12. Ich glaube, hier ist keiner weiter in der Nähe, nicht? Nee, das lassen wir mal den anderen. Segelreffen, komm schon! Eigene Schmugglermarken. Wo habe ich die herbekommen? Ich kriege einfach Schmugglermarken, ohne zu wissen, wo ich die herkriege. Auch interessant. Gestohlener Beleg für Handel. Okay. Schade, dass man sich nicht auf dem Schiff frei bewegen kann. Das wäre noch was gewesen. Dass man immer so ein bisschen mehr Bezug zum eigenen Schiff kriegt, nicht? Elite-Kriegsschiff. Ich meine, den habe ich auch schon ein paar Mal besiegt damals. Von daher nicht weiter wichtig. Den haben wir hier. Franzosen. Jetzt seid aber weit ab vom Kurs. Aber ihr seid Level 9. Ihr habt Glück. Ich lasse euch leben. Oder ihr lasst mich leben. Je nachdem. Das ist das Ende der Welt. Er beweist, dass die Erde doch flach ist. Nein! Der Himmel wird uns auf den Kopf stürzen. Warum sind die feindlich? Ich weiß nicht warum, aber... Aua! Irgendwas hat mich getroffen. Oh, oh. Zu weit draußen. Oh, oh. Zu viele. Wir müssen weg. Okay. Level 2 Reparaturset. Ja. Wasser. Und... Oh! Einen konnte ich noch abfangen. Oh, der saß aber. Weiß nicht. Der ist nur Level 7. Oh, die Torpedos haben uns fast erwischt. Ach komm, Rainer, oder? Mehr als versenkt werden geht ja nicht. Wir transportieren kostbare Rohstoffe. Komm, schnell, schloss! Oder die schicken unser Silber auf den Weg.
Okay, wir müssen erstmal den Torpedotypen wegkriegen hier. Aua. Der hat auch irgendwas Krasses. Oh ja, Torpedos. Oh. Okay, die sind anfällig gegen unsere Torpedos. Das ist gut. Okay, den einen haben wir. Wo ist der andere? Da hinten. Oder? Nee, da, die beiden. Der wird geheilt von dem. Okay, also erstmal den da weghauen. Jawohl. Und ein Brandsatz hinterher. Jawohl. Okay, wir müssen heilen, heilen, heilen. So, der Große ist weg, aber er hat uns noch ein paar Torpedos eingeschenkt. Aua. Die letzten Liebesgrüße von ihm tun weh. Der Kleine versucht jetzt abzuhauen. 90 Torpedos haben wir bekommen. Ja, immerhin. Haut sich doch noch ran. So, Brandsätze. Aua. Er macht nicht mehr lange. Die haben uns echt nimmer erwischt. Jawoll. So. Jetzt ist Ruhe hier. Mann, Mann, Mann. So, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich noch ein Bier aus dem Auto hole und da nun etwas mit bekannt... Was? Nun etwas mit bekannt fällt die Antwort auf ja. Ach, mitbekam. Okay. Was hast du mitbekommen? Die Erde ist eine Scheibe und wird auf dem Rücken einer Schildkröte getragen. Nein, auf einem großen Ombu. Zumindest, wenn man gewisse Spiele spielt. So. Zum Beispiel diese Wandering Village. Buddha Forum können wir also nicht machen. Aber hier, die vergiftete Küste. Die liegt vor uns. Da wollen wir hin. Viel Spaß beim Bier holen. Er ist sehr giesig hier, gischt, peitscht auf. Sehr Gandino ruft um Hilfe. Harter Pech.
Wir haben Aufträge zu erfüllen an der vergifteten Küste von Afrika. Ich repariere uns mal. Wir haben schon wieder einen Vogel hier drauf. Ach, verschwinde, du willst eh nicht nach Afrika. Weg mit dir. Da ist ein Außenposten, der eigentlich nur aus Schiffwracks besteht. Ob, dass es sowas heute nicht mehr gibt? Die Schiffswracks hat man doch sicher alle nicht weggeschafft, oder? Oder hat man die wirklich über die Jahrhunderte weggeschafft? Oder sind die alle so kaputt, dass sie inzwischen verschwunden sind? Oder gab es nie so viele Schiffwracks? Man weiß es nicht. So, hier müssen wir was suchen. Was da? Nee. Es werden sogar seine Segel verseucht. Ja, welches denn? Das da? Nee, der ist so weit weg. Das da? Nee. Das da ist auch zu weit weg. Welches meint sie denn? Das da? Was ist da hinten? Okay, wir müssen hier suchen. Okay, also irgendein Schiff hier hat irgendwie Gift geladen oder irgendwas. Das da. Okay, wir haben's. Volltreffer. Oh, der ist aber Level 10. Oh oh. Die Torpedos gingen durch. Wir haben andere Schiffe im Hintergrund versenkt. Naja. Aua, der tut uns richtig weh. Okay, das schaffen wir noch nicht. Die vergiftete Küste. Wir steuern mal lieber schnell den Hafen an. Warum ist das so heftig? Dann kommt er nicht in unsere Nähe. Vom Bord gehen. Schnell weg. Puh. WB. Offizier der Kampagne. Korrupt. Bringt sie mal ein vernünftiger Mann hier. Salut. Was hat der denn so schönes? Reparaturbombarde. La Fortresse. Bauplan für eine Panzerung. Nee. Kommt wieder. Oh, jetzt können wir hier aber wenigstens mal wichtige Sachen, ey, ins Lager werfen. So, Gemälde. Rostige Nägel. Zerrissenes Segel. Eigentlich brauchen wir die Scheiße nicht mehr, nicht? Zerbrochene Planke. Reparatursatz Level 1 brauchen wir auch nicht. Das Zuckerrohr, das müssen wir auf jeden Fall sichern. Das da. Lieferung nach New York. Uha. Okay. Schleifstein brauchen wir auch nicht. Reparaturbombarde brauchen wir nicht. Oh, eine Samsa 2. Mal gucken, ob die besser ist. Militärisches Relikt. Bier. Nelken. Vanille, Kampfer, Ambra, Tabak, Lambda, endlich mal aufräumen. Es gab so einen Trick.
genau, hier so. Die Waffen, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Die Kokosnüsse können weg, die zerstörte Tierhaut kann weg. Und die ganzen Essensgerichte können erstmal weg. Gegrilltes Hammelfleisch, den gegrillten Fisch auch. Wir haben Hähnchen, der Hai kann weg. Wir haben Brot. Wir haben Wasser. Und jetzt kann man doch irgendwie sagen, alles auswählen. Shit, jetzt ist die Auswahl weg. Hä? So irgendwie. Markierung aufheben. Alles auswählen. Okay. Ich kann eine Leertaste drücken. Bolzen für Ballisten? Nee, Balliste haben wir ja. Das da, das da, das da. Jetzt muss ich alles nochmal markieren. Na, klasse. So, jetzt Leertaste und ins Lagerhaus übertragen. Das war nämlich der Trick beim letzten Mal. Ganz vergessen. So. Segel setzen. Können wir auf jeden Fall erstmal uns reparieren nochmal. Und dann setzen wir die Segel. Okay, also die verseuchte Dings kriegen wir nicht hin. Jäger und Gejagte. Wo ist er? Ganz im Norden. Da fahren wir hin. Versenke Joka Kupwa. Das klingt nach einer Aufgabe, die ich hinkriege. Bevor hier wieder irgendeine Flotte ankommt, die uns zerstören will. Ich bin ein einsames, armes Schiffchen, was über den Ozean gondelt, ohne Böses zu verbreiten und werde ständig angegriffen und herausgefordert. Ich finde das nicht okay. Ich verurteile das aufs Schärfste. Und als Rache werde ich einfach jeden angreifen und versenken, der sich mir in den Weg stellen wird. Ansage ist raus, ihr wisst alle Bescheid. Fünf Kilometer ist er noch weg. Da können wir was trinken unterwegs. Prost! Wenigstens kann das Schiff hier 14 Knoten. Oh, da sind Waren. Vanille. Chinagras. Grillgemüse. Jute. Ja, wir haben nicht so richtig ein Ziel, nicht? Ich muss mal mit den Piratenfürsten reden. Ich glaube, das ist dann unser nächstes Ziel, nachdem wir hier den guten Kuba Yaka Kugu Yoka Kupwa versenkt haben. Captain, der Wind kommt von achtern. Drei Kilometer noch. Und danach, da wir schon hier sind, würde ich sagen,
Dann fahren wir die Küste nach oben weiter, oder? Und gucken mal, ob da inzwischen was ist. Ich glaube aber, dafür bräuchte man den DLC. Aber wir gucken einfach. Vielleicht gibt es ja auch da ein neues Seeungeheuer oder irgendwas. wir orientieren uns an den Sternen. Aha, mhm, ja. Ja, da müssen wir 3 Grad Nord, 7 Grad West. Okay, ich habe den Kurs berechnet. Also da oben darf einem auf jeden Fall nicht kalt werden, nicht wahr? Ich bin schneller als du. Du kommst gar nicht hinterher, wenn ich mich um den Mast drehe. Den Schatz? Was für ein Schatz? Hier gibt's einen Schatz? Oh, was da? Jäger und Gejagte. Ach, das ist das, was wir gerade machen, oder? Ja, gut. Okay, wir geben schon mal Signal, dass wir kommen. Dann wissen alle Bescheid. Hier komme ich. Aha. Die bessere Linse setzen wir mal auf. Den müssen wir versenken anscheinend. Wir müssen ihn markieren. Dafür müssen wir dichter ran. Jetzt gibt ihr Gas. Oh oh. So, da ist er markiert. Level 5. Ah, der ist zu langsam geworden. Der Idiot. Oh. Okay. Weil er ein Elite... Ach du Kacke. Hat er gerade eine Bugwelle ausgehauen? Ich mache hier gar keinen Schaden. Oha. Jawohl. Links sind in meine... Dings reingeraten. Ja. Wir haben schon 0,1% des Balkens abgeschossen. Was, Elite-Captain? Ich bin der Elite-Captain von uns beiden. Oh oh. Aua! Der hat Flammenwerfer! Wir brennen! Oh, der hat auch noch Level 3 Begleitschiffe. Dann versenken wir erstmal wieder. Eigentlich will ich nicht mit euch kämpfen. Kann ich den irgendwie ausweichen? Oh oh, wir müssen zum Captain. Er fährt raus. Oh no.
Shit, wir müssen Wasser trinken. Hoffen wir, dass wir genug Wasser für die Rückreise haben. Richtiger Krieg auf dem Meer, natürlich. So, den können wir auf jeden Fall nochmal ordentlich eins mitgeben. So. Sind die anderen wegen sind wieder freundlich. Ich habe die, glaube ich, aus Versehen mit einem Torpedo oder sowas erwischt. Jawohl. Das gibt Bonusschaden auf die roten Stellen zu zielen. Oh, und die Torpedos gehen wieder vorbei. Ich bin dann weg. Jetzt, wo es spannend wird. Gebt auf, es gibt kein Entkommen. Dann schlaf schön nochmal im End. Ah, das Feuer ist echt nicht gut für uns. Irgendwas hängt da an Ton. Ah, jetzt hat der Ton sich normalisiert. Oh, und schon wieder vorbei, die Dinger. Meine Torpedos sind nicht gut. Der ist so schnell. Dass er unter denen durchfährt. Man muss es echt gut abtimen. Scheiße. Haben wir noch Reparatur? 4 Sekunden. 3, 2, 1. Jetzt reicht es hier. Jetzt haben wir. Eure Tage sind gezählt, ihr Schweine. Wir haben ihn schon mal ein bisschen runter. Ah, er hat sich noch rausgedreht. Wir dürfen halt nicht vor ihn kommen. Wir haben ja noch den Mörser hier. Ah, jetzt sind wieder die hier gegen uns. Mann, weil die immer im Weg kommen, wenn ich gegen ihn kämpfe. Das nervt tierisch. Das wäre cool, wenn sie das unter Kontrolle kriegen. Dass man bei so einem Kämpfen nicht Kollateralkämpfe. Oh, oh. Oh. Ich kann gerade noch ausweichen. Der hatte irgendeinen krassen Sonderperk. Ich kann nicht mehr fahren. Was ist denn hier? Noch ein Piratenschiff oder was? Wollen hier alle Krieg gegen mich führen? Ich will eigentlich nur den einen da versenken. Und der will nicht mit mir kämpfen. Ich weiche den mal wieder aus. Ich habe ihn schon halb runter, immerhin. Immerhin. Zu weit weg. Da können wir wieder im Volltreffer landen. Und
Feuer. So ein Ding. Nee. Schön da hinten auf das Fass wieder oder auf die Seite da. Ah, der kann sich besser drehen. Ja, das war ein richtig guter Treffer. Oh, hier war irgendwas. Warum kann ich jetzt nicht? Ich will einsammeln. Ich will eigentlich, dass der mich hier nicht angreift. Der nervt mich. Er ist wie so ein Anhängsel. Jawoll. Jawoll. Handsätze. Das andere Schiff hier stürzt einfach Level 3. Mein Gott. Nervt die ganze Zeit. So, wir müssen wegfahren vor ihm. Warte, oder wir können... Ich krieg das nicht zwischen ihm und mir. Und der will auch noch gegen uns kämpfen, nicht? Ah, das ist blöd. Ah, zu langsam das Ding. Oh, doch noch. Doch noch getroffen. Nicht hoch genug. Ja, noch nicht feuerbereit. Es hat auch kein anderer da, nicht, der mitspielt. Normalerweise macht man das so 5 oder 6 oder so. Da kommt noch mehr. Warum kann ich nicht schießen? Ich habe keine Kanonenkugel mehr. Scheiße. Ja, ohne Kanonenkugeln kann ich es vergessen, nicht? Jawohl. Wir treffen doch richtig gut gerade. Wir machen halt nicht viel Schaden. Wir müssten halt Kanonenkugel von irgendeinem anderen Schiff einsammeln. Wir
braucht nicht Zeit zum Nachladen. Wir brauchen einfach mehr. Jawohl, jawohl, das war gut. Ihr bereut diesen Tag nach. Der Gegner hat Verstärkung bekommen. Den muss ich mal weghauen. Dann können wir uns seine Kanonen vielleicht nehmen. Shit, irgendwo hänge ich fest. Weiß nicht an was. Ah, ich habe Kanonenkugeln, wo auch immer ich die härte. Wir müssen drehen, 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 drehen. Was? Kopf von Kuba Java? Warum kann ich den denn haben? Der ist doch noch nicht besiegt. Hä? Okay. Ach, ich muss den wahrscheinlich für die Aufgabe nur unter einen gewissen Bereich kriegen. Kann das sein? Ah. Ja, es ist ein Elite-Gegner. Eigentlich macht man halt den zu viert oder so. Ja, ich weiß, dass nichts mehr übrig ist. Achso, wir haben hier noch Mörser, nicht? Schnell weg hier. Ich könnte ja aufhören, nicht? Ich brauche den ja gar nicht versenken. Aber jetzt, wo er nur noch so wenig Leben hat. Gewinnen wir? Naja. Noch ja, glaube ich. Das ist halt zu schnell für unser Mörser. Müsste halt vor mich schießen. Mit dem Mörser. Vielleicht so. Jawohl, hat sich reingedreht. Ich habe halt keine Kanonen mehr, das ist mein Problem gerade. Ich habe nur noch Mörsergranaten. Jawohl! Nichts mehr übrig. Vier hat er nicht mehr. Sorry, euch will ich nicht. Aber ihr seid im Weg. Und im letzten Brand. Komm. Jawohl. Wir haben ihn geentert. Wir haben gewonnen. Guck mal, eine Schatztruhe. Gold. Wie Diamanten. Alles ist unser. Puh.
Und nur 365 Silber, aber was ist denn in dieser Schatztruhe drin? Jetzt öffnen wir sie mal. Elfenbein und Kalk. Ja, wow. Ja, Elfenbein und ein bisschen Kalk. Habe ich gerade 200 Mann versenkt. Na gut. Damals waren das andere Zeiten. Oh, was ist da? Großes Schiffswrack. Okay, es wurde gerade markiert. Soll ich da hin? Ah, ich glaube, das war nur markiert, weil ich es aus Versehen markiert habe mit dem Dings. Ein heftiger Schlagabtausch. Das können wir noch machen, die Schatztruhe. Okay, dann machen wir die Hauptaufgabe mal weiter. Okay, ich wollte gerade sagen, was explodiert hier? Ganz schön aggressiv, du kleines Ding. Ich habe nur keine Kanonenkugeln, von daher könnt ihr euch alle sicher fühlen. Okay, Halsabschneider waren. Ne, brauchen wir auch nicht. Wir müssen mal hier ein... Guck mal, da ist ein Ort. Da, den können wir ansteuern. Oh, was ist hier? PvP. Ey, auf PvP habe ich nicht so eine Lust. Wo müssen wir hin? Da. Okay. Zur Insel des Mondes. Dann anlanden. Wir gehen vom Bord. Das war ein harter Kampf. Hast du Spaß? Werde zum gefürchteten Piratenfürsten. Gar nicht schlecht, nicht? Aber vielleicht ist es ja auch vergünstigt, aber trotzdem. Sie sollten mal ihr UI und sowas in die Griffe kriegen, nicht? Dann wäre man da wahrscheinlich gewillt, auch das zu kaufen. Wir brauchen Krieger. Nee. Was können wir hier? Brand. Können wir auch was für den Mast kaufen? Trophäe des Jägers. Ja, aber die Sachen wollen wir auch nicht verkaufen. Gute Reise. Sherlock, Captain, schnell, verwandle dich in eine miese kleine Ratte. Ja. Wir reparieren. PvP-Flagge aus. Captains, die die PvP-Flagge gehisst haben, können sich gegenseitig Schaden zufügen. Okay, ist an. Ist aus. Okay, PvP kann man wechseln. Das finde ich richtig gut gemacht. Weil ich bin kein PvP-Fan. Aber für andere macht das natürlich richtig viel aus, nicht? So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Name, Schiff wechseln, nee. Fracht verwalten. So. Silberkisten, die können wir noch öffnen. Ah, Kanonenkugeln wollte ich rausholen. Genau, das war das. Deswegen bin ich angelandet. Okay. Ins Lagerhaus. Und das ist ein Level 1 Ding, nicht? Nein, ins Lagerhaus. Okay, Kanonenkugeln. Wo seid ihr? Achso, Kategorie Waren. Kategorie Schiffsausrüstung. Nee, Kategorie Vorräte. Da, 500. Dann nehmen wir mal 250 mit, oder? Dann sind wir wieder gut ausgestattet. Torpedos sind auch schon alle. Habe ich aber nicht mehr. Dann müssen wir mal kurz hier auf der Insel rumlaufen. Hier gibt es eigentlich immer was. Oder wir machen es anders. Wir werden die Story weitermachen. Silber. Fisch. Ah,
Ah, hier liegen keine Kanonenkugeln gerade rum. Muss man ein bisschen suchen. Eigentlich liegen immer auf jeder Insel Kanonenkugeln. Hier ist sicher ein Schatz versteckt. Da vorne. Da sind doch welche. Jawohl. Die können wir gebrauchen. Hier sind noch welche. Ja. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Und hier ist Dschungel. Da will ich jetzt auch nicht hin. Na gut. Wir gucken mal nochmal ins Schiff, ob wir es nochmal ändern können. Schiff verwalten. Nee. Komm, wir machen die Schnellreise nach St. Anne. Muss ich nicht die ganze Küste von Afrika runtersegeln? Dann gehen wir noch die Aufgaben ab. 425 Silber. Ich bin Piratenfürst. 425 Silber. Tja. Das ist ja nix. So, wir öffnen die Silberkiste. 540 Silber allein in der Kiste drin. Was sagt ihr jetzt? So, alle applaudieren mir, so gehört sich das. Kopfgeldbrett. Da können wir unser Kopfgeld, glaube ich, abholen. Oder nicht? Nee, okay. Aber wir können zum Piratenfürsten. Ich würde sagen, das ist noch eine gute Angelegenheit, mit ihm zu reden. Also hört gut zu, was er zu sagen hat. Oh, eine ganze Festung der Kompanie in Flammen. Wie man hört, ist das Feuer selbst von der Roten Insel aus zu sehen. Ganz Saint Anne spricht davon, was Scurlock getan hat. Oder eben ihr. Aber das verraten wir niemandem. Ihr habt euch sehr wohl gefühlt in Scurlocks Stiefeln. Eines Tages könntet ihr womöglich in eure eigenen hineinwachsen. Scurlocks Ruf ist gesichert und unsere kleinen französischen Verräter sind zufrieden. Was für eine Welt, oder? Völlig egal, ob Pirat oder Präfekt. Für Ruhm und Erfolg wird unweigerlich ein Dolch in jemandes Rücken gerammt. Gute Arbeit jedenfalls. Der große Captain ist wieder nüchtern und plant bereits, tiefer in das Herz der Kompanie vorzudringen. Sicherlich wird er diese Pläne mit euch teilen wollen. Also geht hinein, wenn ihr bereit seid. Wer weiß, vielleicht teilt Scurlock diesmal sogar seinen Wein. Ich bin bereit, Scurlock zu treffen. Rein da! Endlich jemand, dem ich vertrauen kann. Jawoll! Guckt mal! Eine neue Kanone, andere Dinge. Leckschlagene Halbkanone. Slap. Oh, neues Schiff. Oh. Marodeur, wir sind aufgestiegen im Rang. Blutverschmiertes Silber. Teuling verlangt immer mehr exotische Waren von der Küste von Afrika. Doch die Ugwana sind entschlossen, sich zu Wehr zu setzen. Kardec droht mir und macht Jagd auf meine Schiffe. Stolziert auf seinem Kriegsschiff herum. Der Spectre. Fracht für Töling fällt Kardec in die Hände. Er reizt mich wie ein Tier im Käfig und ich habe den Drang zuzubeißen. Unser Feind rückt näher. Und doch müssen wir die Erwartungen an die Piratenrunde erfüllen. Ohne Tölings Rückhalt verlieren wir den Hafen. Es wird Zeit, sich Kardec zu stellen. Kardec ist ein Wolf und Piraten sind seine Schafe. Wir müssen ihn in eine Falle locken. No, eine Falle. Kardec wird fallen und ihr versetzt ihm den Gnadenstoß. Doch habt Geduld. Ich will jemanden wie euch nicht verlieren. Die Küste von Afrika sehr gut. Ist voller Beute. Bringt sie mir und ich besänftige Töling. Wir halten diesen Hafen. Natürlich. Ich behalte meine anderen Kapitäne als Kanonenfutter für Kardec auf der Roten Insel. Ihr segelt nach Afrika. Nach Passt Afrika! Auf die Spectre auf. Wir passen auf. Die Waren. Wir holen sie uns. Kapitäne nicht umsonst sterben. Kriegen wir hin.
Blutverschmiertes Silber. Okay. Ich kann mich noch erinnern, wir müssen nicht... Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Genau. Wir müssen mich den Franzosen unterwandern. Und ich würde sagen, das ist auch super für die nächste Folge. Bis dann und tschüss.